So, YouTube. Wir sind wieder da bei Thrones and Liberty und ich habe hier gerade was entdeckt. Wir sind in die Stadt gelaufen. Unsere Amitoy-Expedition ist fertig. Deswegen gehen wir mal in unser Amitoy-Haus. Zack, da sind wir. Ich finde es ein bisschen schade. Man hätte sich das hier irgendwie mal ein bisschen erarbeiten müssen vorher. Man kriegt das halt hier alles. Kann sich hier jederzeit alles angucken, aber irgendwie so richtig fühlt er sich nicht nach unserem an. Nicht? Auch hier stehen irgendwie Klaus, Fenerik, Frostfried, ich weiß gar nicht, was das sind, Berti, wo die herkommen, nicht? Also die sind einfach irgendwie da. Gerade Berti ist zu Halloween natürlich genau richtig, der kleine Vampir. Oder Knochian, der Dritte. Auf jeden Fall süß gestaltet, aber ich habe sie halt nicht gesammelt, nicht? Das ärgert mich so ein bisschen. Was haben wir hier? Die Expeditionskarte. Okay. Wir können inzwischen immer noch nur die Goldroggenfelder machen. Achso. Oh. Ich habe das echt null wahrgenommen. Nicht, es leuchtet, es ist groß im Feld. Und ich gucke hier, weil ich hier schon was machen will. Nicht wahrgenommen. Sobald die Expedition abgeschlossen ist, erhältst du eine Belohnung. Du kannst die Belohnung vorher einsehen, bevor du sie annimmst. Danach kannst du eine weitere Expedition starten. Okay. Belohnung einfordern. Abgrundvertrag marken. Oh, es gibt wirklich zu viele Währungen. Das ist... Okay, jetzt können wir die Küste abarbeiten. Haben wir jemanden, der eher an der Küste ist? Er hier. Okay, dann wird er auf die... Okay, der kann nicht, weil er gerade beschworen ist. Dann müssen wir das ändern. Dann beschweren wir ihn jetzt. Und jetzt gehen wir auf die Karte und dann können wir nämlich an der Küste ihn hinsenden. Und dann kriegen wir nämlich bessere Sachen. Und wir schicken ihn wieder 8 Stunden hin, nicht wahr? Weil heute werde ich nicht noch 2 Stunden spielen, dann kann er auch 8 Stunden laufen über Nacht. Und das Zeug sammeln. Hat ein bisschen was von diesen WoW-Expeditionen, wobei mir die richtig Spaß gemacht haben. Habt ihr die mal gespielt? Ich weiß gar nicht, mit welchem Add-on die reinkam. Das war das letzte, was ich gespielt habe. Und dann musste man so Schiffe bauen und dann Kapitäne hochleveln und einsetzen. Das hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht, da immer weiter hochzukommen. Aber wenn man da einmal durch war, dann war man halt da durch. Aber das war schon ganz gut. Ist hier so ein bisschen ähnlich. Wird auch interessant werden, wenn man hier durch alles durch ist. Aber wahrscheinlich muss ich ja auch erstmal selber alles erkunden, dass ich die da auch überhaupt hinschicken darf. Von daher wird das noch ein bisschen dauern. Die Tür bleibt vorerst verschlossen. Ich bin bereits im Haus. Zurück! Okay. Ich hoffe, ich habe hier irgendwas vergessen, übersehen. Und mir ist noch was aufgefallen, was ganz toll ist. Und zwar habe ich mit der letzten Wespe wirklich noch die Handschuhe bekommen. Dann gucken wir doch mal. Also wir haben hier jetzt die verstärkte Kleidung, die verstärkten Schuhe und die Ritualhandschuhe. Favorit, ich weiß nicht warum Favorit. Ich sag mal alle hinzufügen. Okay, ich möchte sie hinzufügen. Und dann kann ich Belohnung einfordern. So. Hochwertiger polierter Kristall und Zauberfirmament. Okay, und damit ist es geschafft. Jetzt fehlt uns hier von den Goblins, Die Dolche, glaube ich. Oder der Zauberstab. Goblin-Viehdieber. Da müssen wir mal gucken, wo die sind. Und werden die... Ja, auch noch machen, wenn es Punkte gibt. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mit diesen ganzen Punkten... Ja, ist gut. Machen kann. Ah, die Kontraktmünzen. Genau, wir haben 120 Kontraktmünzen. You can buy it here with contract coins. Take your pick. Oh, perfect timing.
I've got some nice stuff for you. Mystische Schlüssel. Was auch immer die machen. Ein Schlüssel für eine mystische Kugel. Angelköder. Ja. Ich könnte ihm was verkaufen. Und der gibt mir Geld dafür. Jetzt ist so die Sache mit den Sachen, die ich hier dabei habe, die kann ich hier in dieses Lithografiebuch werfen, nicht? Das heißt eigentlich nur die hier. Schmiedehandschuhe können weg. Lehrlingsstiefel können weg. Die können weg. Das ist unser Startding, das kann weg. Unser Starthut, der kann weg. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. So. Geht gar nicht darum, dass wir da irgendwas kriegen von ihm für. Aber ja, jetzt so richtig geil die Sachen nicht hier, nicht? Vielleicht, wenn wir irgendwas herstellen müssen, dass es Sinn macht. Über die Ruinen des Sternlicht-Observatoriums. Ja. Und danke für starke 5-Markig-Bewertung heute. Jetzt geht's ab. Danke, danke. In this case, go to Starlight Observatory Ruins. Illyra will give you a new contract. Schön, da waren wir gerade. Das ist ein bisschen hin und her gesticke gerade. Ein Kind, was? Hast du wieder eine Aufgabe? Nee, gut. Komm ich da nicht hoch? Warte mal. Hier muss man doch irgendwo hochkommen. Hier, wenn. Ich probiere wieder so lange rum, bis ich irgendwo feststecke, nicht wahr? Das haben wir letztes Mal ja schon geschafft. Weil in der ersten Folge, wer die gesehen hat oder in der zweiten. Tada, da sind wir. Aber von hier kann man oft sehen, irgendwelche Sachen. Liegt da was? Das leuchtet doch da so blau, oder? Nee, ist einfach nur weiß mit schwarz. Na, okay. Hier unten am Strand waren wir auch noch nicht wirklich. Wir waren da vorne. Aber hier zum Beispiel noch nicht. Hier können auch noch Bücher liegen. Oh, und Otter sind wir auch lange nicht gewesen. Habe ich mich gerade hier festgebackt? Ich hoffe nicht. Gut. Gut. Dacht schon. Können wir aufs Boot? Jawohl. Nur stinkender Fisch von... Wie heißt der Fischhändler von Asterix und Obelix? Verleih nix. Oh. Da ist eine Treppe. Aber da liegt nichts. Ich weiß nicht, kann sein, dass wir hier sogar schon mal waren. Aber das ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Gibt es hier keine Dinger zum Hochziehen? Das ist ja schade. Ich hätte gedacht, da kann man sich hochziehen irgendwie. Ja, vielleicht für eine Mission. Oh. Ja, hier startet man so ein bisschen. Ah, da kann man sich auch. Auf dem Schiff warm war schon. Ne, dann haben wir hier auch alles abgearbeitet. Ob die Stadt mal irgendwann wie Sturmwind auch einfach zerstört wird? Das fand ich bei WoW eine richtig scheiß Sache. Klar nicht, die Story musste weitergehen. Ah, hier sind wir hergekommen. Ja. Aber so richtig... Ja, ich hab's nicht gut gefunden.
Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ah, und so kommen wir da hoch. Und seht ihr, da ist noch ein Buch. Ich wollte auch sagen, hier waren wir nämlich noch nicht. Da ist noch ein Buch. Auf der Seite waren wir nicht. Bin ich aber auch schnurstracks gerade an beiden Büchern vorbeigerannt. Okay. Schaffen wir. Sehr gut. Ist schon echt praktisch, wie sie das hier designt haben. Mit Fliegen, mit Rennen. Okay, Vertragsverwalter. Bei dem warm, warm. Gemischtwarenhändler, der gibt uns Sachen zum Kochen. Brauche ich nicht. Was ist hier mit Grace? Hat die irgendwas? Okay, die sagt nur hier das Licht. Verwalter des Speichers. Da können wir mal die Sachen hier ablegen. Aber mal, das trage ich doch gerade, wenn ich das ablege, oder? Das sind doch die gleichen Dinge. Brauche ich die mehrfach? Ja, ich glaube, nicht? Für verschiedene Lithografie-Dinger brauche ich verschiedene. So, dann haben wir nämlich nur noch 60 und das ist schon voll. Also das Lager ist wirklich sehr, sehr klein. Für 10.000. Ich glaube, ich habe sogar schon zweimal erweitert oder so. Ich meine, man hat Geld wie Hulle irgendwie. Am Anfang. Wird später wahrscheinlich schwieriger werden, an Geld zu kommen. Ausrüstungshändler. Der kann ja nur so Standardsachen, nicht? Brauche ich also nicht. Statue zum Üben, okay. Waffenherstellung. Ich glaube, wir können gar nichts herstellen. So ein Bogen wäre natürlich schon ganz gut. Seltenes Holz. Kann einmal herstellen. Wir brauchen aber 10. Mystisches Pulver kann ich 8 herstellen. Kristalle kann ich 22 herstellen. Okay, die wären schon gut. Aber wir bräuchten Lithografie, Fernschuss, Landung. Okay, dafür brauchen wir die Lithografien. Das heißt, die sind gar nicht so unwichtig, dass wir die sammeln. Weil sonst können wir die Waffen nicht herstellen, die besseren. Okay, das ist natürlich eine interessante, wichtige Erkenntnis, muss ich sagen. Und danke für die Chat-Reaktion. Ich habe sie vorhin kaum wahrgenommen, aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass es einige gab. Danke, danke, danke. Immer schön, wenn da Herzen fliegen. Oder auch fröhliche Gesichter oder Partyhüte, nicht wahr? Ja, dann müssen wir uns echt um die Dinger kümmern. Und da können wir die Sachen jetzt herstellen, nicht? Was brauchen wir denn für das grünes Mythholz? Okay, dann können wir da noch gar nicht mehr machen. Können wir denn bei der Rüstungshändlerin? Das sind die Hauben. Hier ist das Gleiche, nicht? Ich habe die ganzen Sachen nicht. Ich könnte natürlich einen anderen Hut herstellen. Aber ich meine, ich habe aktuell den hier. Erweiterter Lederkopfschutz. Mantel haben wir nicht. Wir könnten noch einen Mantel herstellen. Fernkampf ausweichen. Mana-Regeneration. Kritische Trefferchance. Finde ich gar nicht schlecht. Oder Trefferchance allgemein. Ich glaube, den hier. War auch hochwertiges Zauberfilament. Blüte Kristall. Okay. Egal. Wir haben keinen. Ich nehme den mal.
Rüstung hatten wir. Da kriegen wir auch noch keine bessere. Handschuhe hatten wir, glaube ich, auch. Ich guck mal. Nee, warte. Das war über Charakter und dann hier. Okay. Mantel. So, jetzt haben wir auch noch einen Mantel. Der ist unten ausgefranst. Neu gemacht und schon kaputt. Schöner Mist. Toll. Mann, den Schneider möchte ich nachts nicht erwischen. Der kann seinen Mantel selber fressen. Toll. Aber den Rest hatten wir fertig. Boah. Gut. Die Ringe können wir vielleicht noch verbessern, nicht wahr? Hallöchen. Hochwertiges pures Gold. Gürtel haben wir, glaube ich, sogar. Huhnleder. Belohnungstruhen-Einstellungen. Okay, ich habe grüne Belohnungstruhen und da könnte ich 5 Gold rausbekommen. Anscheinend. Und jetzt habe ich noch wie viel Truhen? Keine Ahnung. Da sind die Truhen also hin. Ich habe mich ja vorhin gefragt, wo die Truhen sind. Die werden anscheinend virtuell irgendwo gesammelt. Also das Spiel ist auf jeden Fall ein halbes Abitur, sage ich euch. Also macht erst Abitur, dann das Spiel. Fertigkeitenforscher. Die können wir herstellen, das haben wir aber. Seltenes Pergament. Oh, hilft uns jetzt nicht viel weiter. Siege der alliierten Streitkräfte haben wir auch noch nichts gesammelt. Truhen haben wir auch noch nicht gesammelt. Dann haben wir die alle durch. Kochofen, Gemischtwarenhändler, Vertragsverwalter, Teleporter, Priester, Arena, Gemischtwarenhändler, Gildenhändler. Okay. Wolfs-Event. Oh, das Event ist gerade an. Da müssen wir hin. Jetzt werden wir da nicht natürlich alles schaffen. Um 21 Uhr startet das, nicht um 20 Uhr anscheinend dann. Ah. Ich habe nicht gefunden, wo stand, dass das um 21 Uhr startet. Nee, ich möchte das nicht angucken. Wie geht Schnellreise? Ich habe die noch nie benutzt, glaube ich. Ich will da Schnellreisen hin. Hierhin. Also, UI überlagern geht. Kein verfügbarer Inhalt. Ja, ich will hierhin. Grundkosten kostenlos. Machen wir. Ah, es geht auf jeden Fall richtig schnell, nicht? Ah, hier oben ist der Zeitplan. Gut, aber da muss man wissen, was man sucht. Da ist ein Ritualstein, nicht? Okay. Deine Stufe ist für aktuell Eventgebiet zu hoch. Ja, das ist mir relativ egal, wenn das Event nur alle 8 Stunden stattfindet. Okay. Noch 2 Minuten. Ah, shit. Habe ich genau verpasst. Und hallo, Helena. Schön, dass du da bist. Bisschen später dran. War ein voller Tag bei dir. Soon you'll see.
need two of them with stronger star energy. Ich hoffe, du hattest... Only two are left. You know which one's right. This will be a fierce competition. Heute einen ruhigen Tag. Ich habe hier gerade Action. Let's give it our all. The monument stones are fair to all. Don't just hold on to it. Sprinkle the stardust in the bonfire in front of the monument stone. Ja, ich soll aber bis zum letzten immer warten. Die sind hier alle am Hasseln, nicht? Da sind welche. Sehr gut. Oh, verdammt. Den hat er vor mir. Noch eine Minute und noch zwei offen. Oh oh. Der da hinten schießt auch noch auf uns. Noch eine Minute. The star energy is at its peak. We don't have much time left. Now it's time to sprinkle it in the bonfire in front of the monument stone. Ja. Aber ich muss es in den letzten abgeben. Wo ist der Letzte? Mach doch jetzt meinen zu. Wo sind die beiden? Da ist der eine und da ist der andere. Oh oh. Wenn der hier vorne... Das ist der Vierer. Der hat weniger. Nee, der hat mehr. Die gehen mir jetzt alle da ab. Das heißt, ich muss zum anderen. In 20 Sekunden schaffe ich nicht mehr. Ich muss das hier machen. Sechs Sekunden, ja gut. Ich bin echt zu spät in das Event eingestiegen. The third monument stone blessed an adventurer. Let's congratulate them. Na, immerhin haben wir, weiß ich nicht, wie viel abgegeben. Oha. The star energy is slowly fading away. We should head back before the goblins start hating us even more. Come back soon. Their stellar fields are always open. See you next time the starlight calls us. Take care. Super. Beendet. Immerhin haben wir es beendet, nicht wahr? Was haben wir bekommen? 16 Nahrung. War jetzt keine gute Platzierung, nicht wahr? Okay, aber wir sollten ja fürs Lithografiebuch eh hier hin. Und einen Viehdieb sollen wir suchen. Oh, was ist denn das? Ah. Da können wir uns hochschwingen an manchen Stellen. Interessant. Was ist das? Sternruferstein. Aua. Also nicht die, die wir brauchen. Goblin schlechter Kämpfer. Die Viehdiebe müssten hier bei der Nähe sein. Hier sind die Wespen. Die haben wir. Da ist noch ein Buch. Haha. Und da oben ist noch ein Fragment. Bei dieser kleinen Hütte hier. Frech. Richtig krass versteckt. Ich bin nämlich damals doch in die Viehdiebe reingelatscht. Was ist denn da? Areal mystisches Portal. Okay, klingt interessant. Da gehen wir hin.
Was soll schon beim mystischen Portal, was einfach auftaucht, schief gehen, oder? Wie seht ihr das? Und danach suchen wir die Goblin-Vieh-Diebe. Wir brauchen die Lithografie-Bücher. So, wo ist jetzt hier dieses Portal? Mystische Portale findet man in Gebieten mit mystischen Portalen. Ach, wo? Schau im Amelie-Teuführer nach Hinweisen, um die mystischen Portale leichter zu finden. Kann zum Erhalt von Belohnung führen. Kann. Okay, wo ist es jetzt? Du bist ja nicht das mystische Portal. Da! Hallo, mystisches Portal. Einfach mal reingreifen. Okay. Achso, dann kriegt man einfach ein paar Münzen. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie kämpfen oder so. Dann halt nicht. Da ist noch irgendwas. Nee, da hat es rot geleuchtet, aber ich glaube, das war von da hinten, der Effekt. So, einmal mal ein bisschen zündeln. Okay, Viehdiebe Goblins. Wartet. Goldroggenfelder sagt da. Monsterinformation hier. Verschlagener Dings. Ah, die erscheinen nur bei Nacht und wir haben noch Tag. 30 Minuten bis zum Nachteinbruch. Deswegen habe ich die nur neulich gefunden. Ah, das ist natürlich jetzt auch blöd. Das heißt, man muss immer auch noch die Zeit im Blick haben, ja? Okay, dann gucken wir mal ins Lithografiebuch trotzdem rein. Weil ohne das wird es halt schwierig, dann bessere Sachen, glaube ich, zu bekommen. Weil man kriegt immer nur diese Münzen und komisches Geld und Truhen und sowas. Kodex, wieder ein paar Bücher gesammelt. Vor allem, ihr könnt die Bücher auch alle lesen, nicht? Die ersten haben wir ja ein bisschen gelesen, aber dann irgendwie wurde es doch alles sehr viel. Oh, und wir haben hier sogar schon eins von denen da. Ein Schäferlied aus Lasian. Aha. Der Kampfpass leuchtet immer noch. Warum? Ich habe hier doch gerade alles abgeholt. Lithografiebuch. Gut, ich habe alles abgelegt, nicht? Jetzt weiß ich... Das ist natürlich doof, dass die Sachen, die ich nicht im Inventar habe, hier nicht angezeigt werden. Ich könnte die natürlich einzahlen, wenn ich natürlich aber nur eins von einer Sache habe. Ist das natürlich blöd. Was haben wir hier? Auch nochmal Belohnung. Damit können wir unsere Waffen zumindest aufwerten. Und unsere ganzen... Na, herstellen geht nicht. Ausrüstungsverzauberung ist das, oder? Ja. Den Umhang können wir zum Beispiel noch eine Stufe höher bringen. Oder auch zwei. Hier ist so Kampfmusik. Werde ich angegriffen? Nee, okay. Hatte so ein bisschen Bedenken gerade. So, der ist Level 2. Die anderen Sachen sind schon alle auf Level 3. Dann bringen wir den mal auf 3. Und jetzt auf Level 4. Zack. Das sind Effekte. Bisschen viel, nicht? Warum man nicht einfach hochklickern kann, die ganzen Sachen. Den Bogen können wir... Oh, der ist erst Level 2. Das erklärt einiges, nicht? Ich hab doch gesagt, bis zum nächsten Level hochfahren. Achso, okay, jetzt ist er 3, jetzt ist er 4. Komm, Level 5 schaffst du noch.
Nee. Bei denen, da habe ich nicht mehr genug. Dann die Rüstung. Oh, Level 4. Dann bringen wir die auf Level 5. Sehr gut. Was haben wir noch? Den haben wir auf Level 4. Die Schuhe könnten wir noch hochbringen. Sehr schön. Und die Hose zumindest anfangen. Halb abgeschlossen. So. Dann haben wir da schon ein bisschen mehr geschafft. Ich könnte auch noch Eigenschaften verbessern, nicht? Oder umwandeln. Aber, ja, das brauche ich, glaube ich, alles gar nicht so genau. Steuerstatus. Burgsteuersatz. Belagerungsbelohnung. Das habe ich schon... Ah, wie hieß denn das Spiel, wo man auch so miteinander interagieren musste? Und dann gab es Steuern. Ach ja, New World, nicht? War auch so la 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 la. Also war auch nicht ganz so meins an der Stelle. Gut, ich würde sagen, ich laufe noch ein bisschen rum, mache Lithografien und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.